Freut uns. Das wäre doch mal was, ne? Wenn die BVG-Fahrkartenautomaten sich auch akustisch bedanken würden, dass man sich für die Öffentlichen entscheidet. Stimmt, so ein Danke wäre mal ganz nett, zumal bei der BVG wirklich nicht immer alles nach Plan läuft. Überfüllte Bahnsteige, ausgefallene Liste. Dem hier will man auf jeden Fall nicht persönlich begegnen. Es ist ja ein ekelhaftes Tier, ne? Wenn das erstmal einen ins Visier nimmt, dann gute Nacht. Ein echter Tyrannosaurus Rex, Fleischfresser mit Mundgeruch natürlich. Ah, interessant, ne? Ja. Und Sie können noch mehr davon haben. Wie gesagt, morgen in der Von uns und hier kommen noch mehr. Schottenrocke gibt es heute übrigens auch noch, aber zu denen kommen wir später. Jetzt erstmal die 08082 8202. Das ist auch heute wieder die Nummer, unter der Sie Ihr Wissen testen können und auch richtig was abräumen können. Richtig. Unser Survival-Set steht auf dem Spiel mit Kompass, Taschenlampe und Taschenmesser. Wir hören uns also gleich. Tja, und gleich morgen machen wir hier in ZIP weiter. Dann lernen Sie einen der traditionsreichsten Chöre in Berlin kennen, nämlich den Ernst-Busch-Chor. Ja, und das sind richtig viele. Sie sehen es, eine große Gruppe. Wir sind sehr gespannt, wie das dann klingt. Jetzt zu einem ganz, ganz anderen Thema. Fast 90 Jahre lang, also über drei Generationen hinweg, haben Sie in Neukölln die Menschen mit Betten, Bettwäsche und Decken versorgt. Jetzt ist leider Schluss damit. Ja, der Laden Betten mir von Wolfgang und Monika Prinz macht zu. Und damit geht leider auch ein Stück Neuköllner Tradition. Das ZIP-Abenteuerset, das ist heute Ihr Preis. Und zwei Anrufer haben sich auch so richtig qualifiziert und können das gleich gewinnen. Na, da bin ich mal gespannt, wie sich Matthias Gatzke aus Wilmersdorf anstellt. Schönen guten Abend. Hallo? Bitte sprechen Sie jetzt. Ja, hallo. Hi. Lieber Matthias, in welches Abenteuer wollen Sie sich denn als nächstes so stürzen? Vielleicht eine kleine Nachtwanderung. Ach ja? Das klappt damit. Ja. Wohin denn? Ja, keine Ahnung. Irgendwo hier im Umland oder mal sehen. Ja, das ist ein guter Plan. Und Bodo. Bodo aus Rüdersdorf hat uns angerufen. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Sie können mich gut hören. Sagen Sie mal, Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Sind Sie so jemand, der eher im Facheinzelhandel einkauft oder dann doch zum Discounter geht? Teils. Aber der Fachhandel ist mir sympathischer, weil ich dort besser beraten werde. Ja, Menschenskinder. Sie wohnen in Rüdersdorf. Würden Sie mal in Neukölln wohnen, dann würden vielleicht Prinzen weitermachen. Jetzt kommt Ihre Schätzfrage. Aufpassen. Okay. Es wird was mit der Nachtwanderung. Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Ja, und Bodo nicht ärgern. Einfach nochmal probieren und wieder mitspielen. Vielen Dank. Klar. Und Matthias, bitte dranbleiben. Ja, klar, genau. Mache ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi. Das Richtige. Welches Muster, welcher Clan, wen interessiert das überhaupt? Ganz ehrlich, es gibt doch immer nur eine Frage, wenn es um Schotten geht, die Schottenrock tragen. Wissen Sie jetzt, was Susanne meint? Also am besten, wir fragen einfach mal unsere Kollegin Britta Elm. Die ist nämlich bei einem ganz tollen Fest, nämlich der schottischen Musikparade in der Stadthalle Cottbus. Noch was schenkt. Das wäre langweilig. Ich würde immer noch der Alte bleiben. Solange die Gesundheit, ne, beim Alten reicht, dann bleibe ich auch der Alte. Gab es ja dann auch noch mal Grund zur Freude, ne? Als härter Mann, muss man sagen. Mann, ich bin ja natürlich ein typischer härter Mann. Klar, ich hatte auch das Glück, die tollste Mutter. Frank Zander ist auch ein guter Mann, mit 50 Jahren Bühnenerfahrung mittlerweile. Da passt eine ganze Menge rein. Ja, so viele sind es mittlerweile. Ja. Wir gucken mal zurück. Neue Fantasiekalender, Zanders Fantasiefische. Ja. So sieht er aus und da sind lustige Exemplare drin. Ja, und ich meine, es gibt so, den mag ich ja auch, nicht? Ein Alkohol rumgeschwommen, aber allein Fische zeichnen. 47 Jahre mit Ihrer Frau Evelyn zusammen und Sie sind beide starke Persönlichkeiten. Wie haben Sie es miteinander ausgehalten? Ja, eben nicht, weil wir überhaupt nicht zusammenpassen. Sie ist also wirklich Stier und ich Wassermann. Irgendwie, das gibt immer nur eine Kabbelei. Nicht wahr? Am kommenden Montag, da gibt es das, wofür Sie sehr, sehr, sehr bekannt geworden sind, auch über Berlin und Brandenburg hinaus, nämlich das große Gänseessen für Obdachlose und Hilfsbedürftige. Und Sie sind immer noch mit vollem Herzen dabei. Was gibt Ihnen das? Arme Menschen da, mir geht's ja gut. Ich sage mal, Robin Hood hatte auch mal die schönsten Mädels im Wald, oder? Ja, stimmt. Ja. Und da sind auch sehr, sehr viele für dankbar. Obdachlosenhilfe ist auch ein Thema auf dem neuen Album und auch in diesem Song. Ja. Dem Lied, der jetzt obdachlos geworden ist und der Ihnen einen Brief geschrieben hat, gibt es den wirklich? Das ist sowas Ähnliches. Und das passiert eben sehr schnell. Und es gibt so Sprüche, na Mann, die sollen immer erst mal arbeiten. Und ich sage, vorsichtig, vorsichtig. Es geht sehr schnell erstmal. Es soll eben auch am kommenden Montag den Obdachlosen gezeigt werden auf der großen Feier.
Ist das richtig? Meinen Sie, das ist richtig? Weil da geht es ja um die. Werden die da nicht traurig? Ja, ich glaube, ja, ich meine, das... Also das ist nochmal eine sehr große, nochmal ein großer Kraftaufwand, auch für Sie alle, für die ganze Familie vor Weihnachten. Ja. Haben Sie denn selber irgendwann Weihnachten, also kommen Sie auch irgendwann zur Ruhe oder ist es wirklich bis zum letzten Tag Stress? Wir sind erstmal platt wie die Wand. War auch gute Schlussworte. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Frank Zander und liebe Zuschauer, die CD natürlich immer noch der alte und die LP, da legt er sehr viel Wert drauf, da hat man was in der Hand. Die gibt es jetzt zu kaufen. Natürlich auch Zanders Fischkalender, macht sich sehr gut unterm Tannenbaum, Sie wissen schon. Danke.